Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Trading Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr sehr, sehr viele Coins machen könnt, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Däumchen hochgeben. Wenn du hier neu bist, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Los geht's. Du willst die Trading-Tipps noch vorab bekommen, dass du auch so viele Coins machen kannst wie ich? Dann kann ich dir nur empfehlen, in meinen Top 100 Trading Discord reinzujoinen. Wie du hier reinkommst, fragst du dich jetzt sicherlich und das ist relativ einfach. Einfach mit einem Twitch-Sub kannst du hier reinkommen, mein Twitch-Kanal ist unten verlinkt. Oder wenn du sagst, ey, ich habe keinen Twitch Prime, um so gesehen kostenlos beizutreten, kannst du natürlich auch mit einer YouTube-Mitgliedschaft reinkommen. Da habe ich hier auch ein Jahresticket, kannst du einmalig kaufen und bist dann das komplette FIFA-Jahr am Start. Wir haben sehr, sehr viele, die letztes Jahr zwischen 50 und 100 Millionen Coins durch unseren Trading-Discord ertradet haben. Kommt da sehr, sehr gerne rein, wenn ihr Interesse habt. Schaut natürlich noch gerne bei meinem Partner Neva vorbei. Erster Link der Videobeschreibung. Aktuell sogar auf jeder PSN-Karte 15% Rabatt. Gönnt euch. Dann starten wir doch direkt mit meiner UV-Liste. Ihr seht schon wieder 35 Verkäufe, was sehr, sehr gut ist. Ja, die Server sind auf jeden Fall am Laden. Sehr gut. Ich habe natürlich wieder einige Karten nachgekauft. Die werden wir natürlich gemeinsam gleich anbieten. Wir gehen hier kurz durch, welche Spieler ich verkauft habe. Wie gesagt, ihr kennt das Prinzip. Pro Karte ungefähr 10% dieses Kartenpreises ungefähr gewinnen. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie viele Coins wir pro Karte Gewinn gemacht haben. Wir gehen hier einfach kurz durch, was ich hier verkauft habe. Auch die neuen Karten hier, wie sie hier funktioniert, sehr, sehr gut. Und auch ja, via KT, der ging wirklich unfassbar gut bei mir weg. Den kostet mittlerweile sogar nur noch 16.000, 17.000. Machst du einfach immer 2, 3K bei dem mehr. Geht super weg. Also ihr seht das hier, zwischen 19.000 und 23.000 habe ich den wirklich so oft verkauft. Das ist der Wahnsinn. Klosterman nochmal verkauft, hier auch zweimal. Cole, sehr, sehr gute UV-Karte. Morata, seine EM-Karte ist das, glaube ich. Messi, Salah, Son, also ihr seht das hier. Die obligatorischen Karten sind mal wieder weggegangen. Dann gehen wir noch durch, was wir noch so auf der Liste haben. Ist jetzt nicht mehr so viel, also ihr seht das hier gerade, ja, Messi, Neymar, Salah, da habt ihr eh kaum Risiko, wenn ihr die auf eure UV-Liste habt, wenn ihr mehr Budget habt. Ich habe natürlich auch gleich ein paar Spieler rausgesucht, die ihr nutzen könnt, wenn ihr weniger Budget habt, so gefühlt wie Bellingham und natürlich Alaba. Geht auf jeden Fall klar, genauso wie Walker, auch eine sehr, sehr günstige Karte, könnt ihr euch auch immer problemlos draufpacken, machst du immer 1K oder 1,5 mehr, dann geht das auf jeden Fall gut klar, wie ich finde, und dann gehen wir jetzt zu den Karten, die ich nachgekauft habe. Die Karten, die ich nachgekauft habe, meiner Meinung nach aktuell die besten, günstigen Karten, die ihr aktuell nutzen könnt, ein, zwei teure sind dabei, aber die kann sich wirklich hier eigentlich jeder gönnen, diese Karten, das sind die besten, holst dir jede Karte 3, 4 Mal, machst du gar nichts verkehrt. Wir fangen direkt an mit den guten Tonali, bei diesen Karten würde ich ungefähr immer gucken, dass ihr so 1 bis 1,5 Gewinn macht, also 1500 oder 1000 Coins, wer mit was zufrieden ist. Du kannst natürlich gucken, auch dass du 2K Gewinn machst, aber bei so günstigen Karten würde ich eher schauen, dass ihr so ja, im 1000er bis 1500er Bereich seid, dann geht das auf jeden Fall hier klar. Klaus, absolut billige Karte, kostet immer aktuell 13.000, 14.000, machst du auch so 2, 2,5K Aufpreis, geht auf jeden Fall gut klar. Und eine sehr, sehr günstige Karte ist hier der Hincapi, auch den kriegst du für 21.000, auch eine super Karte, machen wir auch 2, 2,5K mehr drauf. Bremer, auch sehr, sehr gut und kostet auch gar nichts mehr, 25, könnt ihr zwischen 28.000 und 30.000 Münzen verkaufen, auch eine stabile Karte hier, der gute Mann von Juventus, Bambuster oder wie man die Hero-Karte von ihr auch immer ausspricht. Ungefähr 22.000 könnt ihr die immer problemlos verkaufen. Kriegt ihr ungefähr für 19.000 bis 20.000. Auch eine super Karte. Hier eine etwas teurere Karte, aber könnt ihr euch auch immer mitnehmen. Hier bitte aufpassen, dass ihr den 87er Inform kauft. Es gibt auch den 86er Inform von Coman. Der kostet ungefähr dasselbe. Also die kosten beide ungefähr so 45.000, 46.000. Hier machst du 5, 6K Aufpreis, dass du deine 3, 4K Gewinn hast. Dass es auf jeden Fall klar geht. Haben wir hier jetzt 6,5K Aufpreis gemacht, was wir dann so 4,5K Gewinn hätten, circa, wenn die Karte weggeht. Dann haben wir hier den Gulli oder wie man den Magus auch immer ausspricht, machen wir auch 2,5K mehr. Geht auf jeden Fall klar. McManaman, auch so um die 20K kostet der Mann, haben wir auch so 22,75. Haben wir auch unsere 2,5K Gewinn. Bei so 20K haben wir ungefähr 1K Gebühr. Den Rest kriegen wir natürlich in unsere Tash. Cavill, auch sehr, sehr gute Karte. Machen wir auch plus 3, dass wir auch 2K Gewinn haben.
Den guten DiaKT, ihr habt gesehen, wie oft ich den verkauft habe. Ne? Also den kann man sich ruhig ein paar Mal auf die Liste packen. Werde ich einfach wieder 3K Aufpreis machen, dass wir 2K Gewinn machen mit dem guten Mann. Der ging mir wirklich bei mir butterweich. Den hätte man sich jetzt auch nochmal 4-5 Mal kaufen können. Für den Preis eh kaum ein Risiko. Dann haben wir hier nochmal den Camoro für 15.000, machen wir auch so 17-18K. Super Preis, geht auf jeden Fall klar, wie ich finde. Dann haben wir hier noch einige Goldkarten. Meiner Meinung nach aktuell die besten Goldkarten, die ihr euch auf die Liste packen könnt, plus Walker und so, die ich jetzt hier nicht drauf hatte, die ich schon im Verein habe, die ich hier nicht speichern konnte, die waren dann auf meiner UV-Liste drauf, da machst du nichts verkehrt. Fangen wir hier an mit dem teuersten, mit dem Van Dijk, der ungefähr so 50-51.000 kostet, würde ich euch immer empfehlen, so plus 5-6-7K bei dieser Karte zu machen, so dass ihr zufrieden seid. Ihr könnt hier auch teurere Aufpreise versuchen, 59K, 60K, aber dann verkaufen die sich natürlich schlechter. Ich denke, man sollte klar sein. Dann haben wir hier Theo Hernandez, kostet ungefähr 10K, wenn wir ungefähr für 12,5 listen. Auch hier haben wir dann 2,5K Gewinn circa. Rashford haben wir, glaube ich, für einen 5er bekommen. Ja, machen wir so, dass wir unsere 1500 Coins gewinnen machen. Mondi, perfekte Karte für alle, die Low Budget haben. Ne? Also wirklich, wer wenig Budget hat, der kostet 2000, holt ihr euch einfach, machst du so 1K, 1,2 Aufpreis. Super Karte, wenn du wenig Coins hast, machst du wirklich nichts verkehrt mit der Karte. Holst dir den 10 Mal und redest jede Stunde an. Machst du wirklich absolut nichts falsch. Hier Usman Dembele auch geschenkt 8000. Wirst du nichts verkehrt machen, bieten wir für 10,5 an. 86er Karten für 8000, super Preis, genauso wie den guten Leao, den können wir natürlich 9,8 anbieten, hätten hier auch 10,5 machen können, aber 1500, bin ich hier völlig zufrieden, genauso Varan auch 5000, das ist wirklich geschenkt für die Geringverdiener, nimmt die Karte mit, wie gesagt 1500 ungefähr Aufpreis machen bei so 85er, dasselbe beim guten Alaba, den haben wir noch auf der Liste, könnt natürlich auch nur 1K Aufpreis machen, wenn du sagst, ey, ich bin mit 1K Aufpreis zufrieden, kannst du natürlich das auch so gerne machen. Haben wir hier Koundé auch sehr, sehr günstig, 5000 auch der Mann nur noch wirklich geschenkt. Guckt natürlich immer, dass ihr die Karte mit Chemistry Style bekommt. Ich habe die jetzt fast alle mit Chemistry Style bekommen. Ihr könnt natürlich dann einfach, wenn ihr zum Beispiel den Diaby hier nicht mit Chemistry Style bekommt, einfach noch einen billigen Chemistry Style, den ihr eh nicht benutzt. Jeder hat eh Unmassen Chemistry Style im Verein rumliegen. Ich habe, glaube ich, noch 400-500 Stück, die brauche ich nicht. Könnt ihr einfach drauf geben, ist besser, weil ihr euch dann natürlich von der Masse hin rausstecht, weil die meisten sind natürlich basic, obwohl jetzt hier sogar viele natürlich mit einem Chemistry Style angezeigt werden. Auch hier gibt ihr dann ungefähr 1K Aufpreis bei dem guten Diaby, den kriegt ihr ungefähr für 2000. Könnt natürlich auch hier 1500 machen, aber hier bei so gerade bei Furland und auch bei Diaby, wer wenig Coins hat, gönnt euch den 10 Mal und stellt den einfach so zwischen 1000 und 1500 mehr rein und holt euch von dieser Karte jeden 10 Mal. Da wirst du nichts verkehrt machen, diesen Abschlusspreis, beide Karten, da wirst du nichts falsch machen. Hier haben wir noch De Jong am Start, machen wir auch plus 3K, haben wir mit einem Hunter bekommen, 12.500 De Jong, super Karte. Könnt ihr natürlich auch mit Shadow oder Anker kaufen, wenn ihr den dafür bekommt. Dann haben wir hier noch Araujo. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe gar keine Chemistry Styles mehr, ihr könnt euch auch Ankers mittlerweile für 150 erbieten für die Defensivspieler. Da machst du auch nichts falsch. Und hier Araujo bieten wir auch so an, dass wir 1500 Coins Gewinn machen. Und das wäre so gesehen mit meiner UV-Liste gewesen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. UV läuft aktuell bei mir sehr, sehr gut. Wir machen aktuell jetzt pro Tag zwischen 200 und 300K. Läuft wirklich unfassbar gut. Ich habe jetzt nur noch 70 Karten drauf. Ich werde die allerdings heute Abend natürlich wieder nachfüllen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Lasst sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo da auf dem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend oder wenn ihr auch das Video immer siehst. Hause rein und ciao, ciao!